Jo, heute zeige ich euch, wie ihr den Tiger Claw hinbekommt. Vorteil an dem Trick ist, dass ihr ja den eigentlich so nach 4-5 Minuten echt drauf habt. Es geht auf jeden Fall recht schnell. Nachteil ist, dass ihr am besten ein Board benötigt, was ausgeprägte Nose und Tail hat. So wie es Loaded Dirge Salmer hier. Geht auch ohne, macht es aber nur unnötig schwer. Ja, und dann zeige ich euch den jetzt mal. Ja, wichtig beim Tiger Claw ist der, ja, ich nenne es jetzt mal Absprung vom Board. Als erstes geht der hintere Fuß mit der Spitze an den Tail. Danach nehmt ihr während des Fahrens den vorderen Fuß vom Brett. Dadurch entsteht ein Ungleichgewicht am Ende des Stacks, wodurch sich das Board nach oben neigt. Dann greift ihr euch es mit der Hand des hinteren Fußes, in meinem Fall die rechte, also Regular, an der gegenüberliegenden Seite. Danach, ich will jetzt nicht sagen schleudert, ja, eher dreht ihr das Board um 360 Grad und springt dann wieder drauf. Das heißt, ihr dreht eure Hand, bevor ihr das Brett nehmt, einmal um 180 Grad ein. Praktisch wie, als wenn ihr ein volles Glas nehmen würdet und es stumpf, ja, ausschütten würdet. Nur halt ohne Glas. Erst danach könnt ihr das Longboard einmal ohne Schmerzen im Handgelenk rumdrehen. Als kleine Zusatzinfos, ich mache hier zwei Schritte dazwischen, das muss man nicht. Man kann also einfach an einem Punkt stehen bleiben und dann weiterfahren. Haben wir auch schon häufig gesehen. Außerdem nehme ich mein Board an der oberen Seite in die Hand. Manche packen es direkt an der Nose an und schleudern es dann rum. Also das ist, wie gesagt, ist ein bisschen variabel. Ja, also ihr seht, er ist echt einfach eigentlich zu lernen. Man hat ihn echt schnell drauf. Ja, und das Coole an dem Trick finde ich auch noch, dass man den so ein bisschen, der ist so ein bisschen wie der Ghost Ride Kickflip, dass man den echt überall eigentlich mit einbauen kann, dass man zum Beispiel auch damit über Sachen drüber springen kann und dass man den noch so ein bisschen, ja, variieren kann oder ein bisschen auslegen kann auf bestimmte Situationen, und das finde ich sehr cool an dem Trick. Ja. Bei Fragen einfach ab in die Comments damit, und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.